Good luck, have fun, my friends. Oh man, I'm mid. I go B. I hate this map. But let's win this. This is bandit country. Shoot everything that moves. Decoys out. One mit. Alter, der hat mir richtig heftig gegeben. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei Counter-Strike. Mal was Neues, und zwar Mirage. Normal spiele ich ja immer New. Deswegen, ich weiß gar nicht wirklich, wo ich auf Mirage gehen soll. Und man sieht schon, vom Skill her, ich kann absolut nicht mithalten. Auf Nuke bin ich ganz gut, weil ich eigentlich auch nur Nuke spiele. Aber Mirage... könnte schwer werden. Wir schauen uns. Wir schauen uns das ganze Game jetzt mal an. Wir haben geplantet. Blockt ihm den Weg zur CT-Base ab. Da ist aber schon einer durch. Wurde geholt. 2 gegen 3. Oh. Nice, das war nice. Komm, gib ihm. Dann steht 2 gegen 1. Jawohl, 2 gegen 1. 2 Box. Schießt auf den Kopf. Oh, er hat ihn angeschossen. Er hat mich schon heftig angeschossen. Und er macht den Double Kill. Nein! Emma Watson. Ärgerlich. Wir bleiben bei der CZ. Ich mach doch. Ich mach A, ich mach A. Ich mach doch A. Ich kann mit ABP, ja, aber ohne. Nein. Man hat schon gesehen, der Heli, den ich eben kassiert habe, war nicht gut. War nicht gut. Ich kenne halt die ganzen Spots nicht. Mit Smoke? Yo. Ich auch. 2 3 Fucking Level. Ah, die sind alle auf B gegangen. Mann! Oh nein, oh nein, oh nein. Die haben sich Waffen geholt. Komm nochmal vor, komm nochmal vor. Nein. Boah, den haben wir durch die Wand geholt. Den haben wir durch die Wand geholt, Leute. Boah, guckt euch das an. Hier, da kam der Schuss durch so BATS, BATS, genau in den Kopf. Ich werde zwischenzeitlich ein bisschen weniger reden, weil... wie soll ich sagen? Es ist kein einfaches Spiel, es ist kein einfaches Spiel. Ist eine CT-Map, ist aber für mich, dadurch, dass ich nicht auf diesem Rating spiele, ein extrem schweres Spiel sogar. Ich werde jetzt ein bisschen mit der Scout spielen. Eine Waffe, die ich normalerweise gar nicht spiele. Obwohl die, ja doch, die ist ganz gut. Die haben nämlich geändert. Wenn man keine Ammo hat, one-hittet die sogar auf die Brust. Das ist natürlich super, aber ich bleibe lieber bei der WP. Ich komme nicht auf diese, ja, ich sag mal Beweglichkeit, klar. Die diese Waffe hat. Man ist ja extrem, wirklich extrem schnell mit der Waffe. Wir haben, glaube ich, ein paar AKs gehört. Oh ja. Gong A, Gong A. Connector, 3 people. Die haben nicht einen getötet. 2 more. 1 more, 1 more. Schön gemacht von dem. Von kurz hat er die geholt. Also, das ist Window, wo der jetzt ist. Der Platzi. Wo der die 2 gekillt hat, war kurz. Connector ist das, wo der jetzt drin ist. Oben ist A, ist ja logisch. Da gibt es A-Tempel, das ist der ganz Außengang. Und, ja. Ich spiele inzwischen auch die CZ. Ich habe meine heiß geliebte Mandy, habe ich abgelegt. Ich spiele fast nur noch CZ. Gibt ganz wenige Ausnahmen, wo ich nicht die CZ spiele. Wir haben uns eine ABP geholt, die gute alte Dranglor. Werden hier extrem langsam sein, werden extrem langsam sein. Da lag eine Maske von diesem scheiß Fetch. One Temple, da vorne ist der Tempel.
Der Palace, Tempel, alles dasselbe. Throwing smoke. On the path. Flashbang. One on spot, A spot. One on A spot. Oh, das war ein bisschen länger. Haben wir den einen Kill gemacht? Alles getötet. Schlechte Runde trotzdem, dass die geplantet haben. Gibt den plus wie viel? 1000, ne, 800 Gold, glaube ich, extra. 1000 oder 800 Gold. Deswegen, Leute, lasst niemals zu, dass die planten. Vor allem in der Eco-Round. Wenn die in einer Eco-Round schaffen zu planten, dann ist, ist deren Runde fertig. I can buy you. I will buy you. Jetzt haben wir aus Versehen die Pistole weggeschmissen. Multitasking gleich 0. Mucka, give me something skin for my birthday. Werden wir dem gleich nochmal gratulieren. Aber Skin werden wir dem sicher nicht geben. One bit out. One mit. Grenade out. Da müssen wir aufpassen. Einer ist im B-Haus. B-Haus ist auf ganz außen, sozusagen. Ist wie Palace oder Tempel. Ich nenne den immer Tempel. Nur auf der anderen Seite. Be safe, be safe. Go back to your position. One mid. Hol den nochmal geholt. Jetzt müssen wir extremst aufpassen. Der da hinten stand, der wird uns Probleme machen. Hoppi, der Bier packen. Stay A, stay A. One stay A. Moment. Deploying Flashbang. Die Flash kam von unserem. Da steht aber einer, da müssen wir nicht weiter hingucken. Throwing a grenade. Wir schauen hier. Flashbang. Einer im Tunnel noch getötet worden. TS spielen jetzt extrem passiv. Kann ich nicht verstehen. Oh, letzte AWP. Pick up. Good job. Devil Echo again. Eben haben die gekauft, jetzt sind die wieder eine Eco kaufen. Ist im Grunde einfaches Spiel. Wenn die Gegner kein Geld haben, werden die rushen. Wenn die Geld haben, werden die safe spielen. Ist zu 90% der Fälle immer so. Throwing Flashbang. Throwing Smoke. Da kommt der Rush auf B. Nice. Good job. Alle tot, bevor wir auf B kommen. So stellt man sich eine gute Verteidigung vor. Ich selber bin, ja, zurzeit irrelevant auf Mitte, finde ich zumindest. Mitte ist so ein Spot. Kann man verlieren, denn A und B ist ziemlich schnell in der Mitte. Wenn ich aber jetzt B gehen würde, weil ich ja deutlich schwächer auf der Map bin als die anderen, dann wäre das schon wieder weniger gut. Mitte ist gesmoked. Das heißt, wir können immer rüber gucken. Da kommt ein Teammate. Schön, Bombe A. 1-0. Good job. Ich bleib beim Palace. Wir gucken mit zwei Mann nebenbei Palace. Also einer steht da unten, guckt auf den Palace. Nennt man Cross-Decken. Kein Gegner denkt nämlich, dass zwei Leute auf einen und denselben Spot gucken werden. Wird keiner machen.
Ich mach das auch nicht. Es gibt zum Beispiel bei Nuke ist das was anderes, weil da gibt es eigentlich nur zwei, ja drei Wege, die man gehen kann. Aber hier ist es was ganz anderes. Wir können keine AWP haben, hatten eben eine. Das heißt, wir können auch offensiv hingehen. Ich sehe keinen. Schlechtes Smoke von uns. Wollte ich das leider vorwerfen. Naja. Das ist ein Teammate. Was? Hey. Ja. Main 2. Bomb Pellet. Tetris. All Tetris. Good job. Erklärt einfach. Starkes Team. I can drop if you need. Ich spiele lieber mit der guten alten M4. Ich droppe den, weil die Skins einfach schöner sind. Macht den meisten mehr Spaß damit zu spielen. Oh, da könnte was in der Mitte kommen. Deswegen ist. Oh Gott, wir haben keine Smoke. Haben wir uns vergessen, eine Smoke zu kaufen? Kein Problem. Mitte. Wir haben in der Mitte Cross-Deckung. Was sein kann, ist natürlich, dass jetzt einer von unten kommt, also rechts. Aber da hoffe ich, dass die Mitte mich so weit gegendeckt. Alles abgedeckt. Tunnel. One off the map. Throwing flashbang. One on the top. Genau den meinte ich, der da ist. Wieso auch immer der hier eine Teammate schmeißt. One mid. Going short. Good job. Ich frage mich, wie der sich eine WP leisten konnte. Die haben doch eben... War das eine Eco-Rush von denen? Ich hätte nicht vorgehen sollen. Der hat die ganze Zeit nur drauf gegeiert. Hätte ich etwas gewartet, da sieht man wieder. Time Lag spielt auch eine extreme Rolle im Game. Ich hätte ein bisschen gewartet, dann wäre der gekommen. Da, wo ich die ganze Zeit hingeguckt habe, wäre der gekommen. Jetzt dürfen die kein AWP haben, also eben gerade gekauft. Deswegen, da mal eingesehen. Der hat uns auch gesehen. Mit, a lot of smokes. Grenade out. Three short. One going B, short. Going B. They're going B. I'm one chair at mid. Nein, planting B. Ach, Gott. Ich verschieß alles. Ich hab schon ein bisschen länger CS nicht mehr gespielt. Hatte den folgenden Grund. Wir haben jetzt. Also, was soll ich sagen, wir haben jetzt 2 Uhr morgens, deswegen spiele ich auch alleine. Ich habe keinen gefunden, der irgendwie in meinem Rank jetzt mitspielen möchte. Wir haben 2 Uhr morgens, wir haben bis eben, wie viel? 8 Stunden, glaube ich, DayZ aufgenommen. DayZ Overpoch, wir haben richtig, wir haben 2-3 gute Sachen waren dabei. Das heißt, die man als Video bringen kann. Auch ganz lustig. Solltet ihr auf jeden Fall drauf gespannt sein. Davor den Tag auch. Habe ich gearbeitet. Da haben wir DayZ gestreamt. Wir haben allgemein jetzt. Ich habe 3 Tage in Folge DayZ gespielt. Ist schon lange her, dass ich so viel DayZ gespielt habe. Samstag, Sonntag und Montag nur DayZ gespielt. Das ist schon, ja. Sowas braucht ein bisschen an Skill. Mit. Da haben wir 2 Leute weggeholt. Mit der RWP gehen wir natürlich immer noch End up. Haben somit den Rush verhindert. Wir konnten damit den Rush verhindern. Oh
Ja, den Kill holen. Und wir machen noch mal den Kill. Schön. Geil, Leute geholt. Bekommen noch den Team Attack ab. Ist also eigentlich ganz gutes Counter-Decking, was sie hier machen. Man sieht schon, ich bin von den Sets her das schlechteste im Team. Spielen tue ich das auch. Allein, ich sag immer, allein durch diese 3 Tage hintereinander, die sie spielen. Ich bin so eine Person, wenn ich in einem Spiel wirklich gut sein möchte und ich denke, ich kann ganz gut in DayZ sein, in CSGO. Dann muss ich das immer hintereinander spielen. One mit. Palace. Den habe ich nicht gesehen. War mein Fehler. Los, kein Palace. Einer spielt mit einer Nege. So gut, schätzt mal die Gegner ein. Obwohl es eine extreme Zielkamera ist. Naja, solange wir gewinnen, soll es mir recht sein. Ich bin eine Person, ich kann wirklich gut in Computerspielen sein. Aber dann darf ich. Dann bin ich mir der Meinung, dass ich wirklich nur das machen darf. One on A. 4 HP left on A. Bloody, right side, he's on A. Ich kann. 4 HP left on A. Ich muss wirklich durchgehend nur das eine Spiel spielen, weil es kommt die Sensitivität, es kommt einfach das Spielgefühl. Das heißt also, wenn man ist zum Beispiel, man sieht das schon, ich weiß nicht, wo die Leute langkommen hier. In Beispiel. Ja. DayZ? Ja, DayZ ist es, da ist einfach so ein Taktgefühl. DayZ weiß man das. Aber jetzt in CSGO, man muss die Position wissen. Hier fehlt mir einfach so ein bisschen die Spielerfahrung. Du mit? Ja, one shot. Ich kann mir helfen. Bomb. Haben wir den angeschossen, ist aber nicht gestorben. Still short. Daneben geschossen. Haben wir daneben geschossen? Oh, ach, hat ihn. Er trollt ihn. Er trollt die, aber. Wir sollten nicht zu sehr trollen. Nachher verlieren wir das noch. Man kennt's, die Channel Drop, please. Mal gucken, ob mir einer droppt. Ich habe ihm die ganze Zeit gedroppt. Droppen die mir? Natürlich nicht. Ist wieder so das geilste Team, was man haben kann. Naja, finde ich nicht schlimm. Dann haben wir wenigstens nächste Runde ihr Geld, ihr Money, falls sie sterben. Ich trage eh nicht viel zum Spiel bei. Okay, komm, wir rushen einfach durch. Was können wir großartig mit einer Pistole machen? Obwohl ich die Pistole extrem stark finde. Nice Info, Fakos, from Russia. Noch angenehm. Normalerweise werden wir mal gestreamt. Ich bin HP shot. Und dann haben wir den trotzdem down mit der Pistole. Haben wir doch eine Waffe gedroppt bekommen? Hab ich gar nicht gesehen. Da sieht man, ich bin schon so raus. Ich sehe nicht mal, ob ich eine Waffe gedroppt bekommen habe oder nicht. CSGO EU West Servers. Seht ihr, weiß nicht, was ihr da bezweckt mit zu sagen. Weiß mal, was ich jetzt machen werde. Ich da die Smoke hinwerfen. Wir werden mal hier hingucken. Ey. Die sind auf E. Ein Hammer. 2 Hammer.
Good half. Ja, letzte Runde haben wir gut aufgeräumt. Sind damit vorletzter geworden. Do you like my negative? Da war ich super beliebt. I love your negative. I love it. Ah, Junge, wieder Troll-Team Nummer 1, aber yes. Was soll's? Ich kaufe mir hier immer schön eine Smoke. Kann ich euch zeigen, wieso. Normalerweise okay, ist eigentlich... Listen, everyone, buy 2 decoys, throw it on A, on, and then we run to B, throw it on... Decoy is out. I will smoke. And then we run back to A. Chop again. Throwing a decoy. Buy again, after you throw. Buy again. Decoy. Haben wir den getroffen? Er hat eine geile Taktik gemacht. Aber wir wären nicht Mucker, wenn wir uns an der okay, Taktik von ihm. Komm, einer ist links. Ah. Go, 1, 2, 3, go. Einer auf K, einer ist auf K. War eine schöne Taktik von denen. Planting. I'm planting. Bomb has been planted. Hey, wenn der nicht auf K wäre. Wenn man nicht in. One CT, one plant. Jo. Was steht denn da? Faustana. Ostarna. EF Ostarna. Kenn ich nicht den Clan. Scheint ein No-Name-Clan zu sein. Spielen aber ganz gut, zumindest eine von denen. Also beide spielen gut. Ist ja ein Teamspiel, wir gewinnen als Team. Man kann eigentlich nie sagen bei CS, ja, der war scheiße, weil das ist immer ein Teamspiel. Auch wenn die anderen sagen, dann helfen die immer noch dem Team. Das ist das, was wichtig ist, dem Team zu helfen. Wir könnten uns noch eine... Ne, wir kaufen uns nicht. Ich habe überlegt, ob ich eine Scout kaufe und jetzt das Scout-Duell eingehe, weil der wird höchstwahrscheinlich eine Scout haben. Ja. Davon war auszugehen. Die Flash war mehr eine Team-Flash als alles andere Flash. Let's go. Da hört man Angriff auf B, da hört man Angriff auf B. Yeah. I hear the jumping B. Can you guys come to B apartment and then we go B or? For sure. Einen haben wir geholt. One apartment. One house. Ja. Ja, wir haben unseren Zoll erfüllt. Wir haben dem einen Headshot gegeben. War sehr lucky, der Headshot. War sehr lucky. Aber leider ist die ganze Waffe so lucky. Muss man dazu sagen. Hat mir auf... Ja. Ja. Deswegen spiele ich auch sau gerne mit der Waffe. Letztes auf K. Jetzt müssen wir überlegen, Mitte, ich pick gerne die, also ich kämpfe am Ende gerne mit dem Mitte AWP. Jetzt können wir dem natürlich sagen, der ist auf K, aber wenn wir dem ja sagen, dann kann es natürlich sein, dass die, dass, ja, er knifet ihn auch noch, das ist sehr viel Geld für ihn. Jetzt könnten wir, wir haben kaum Geld bekommen. Let's just take some time. We want him back. Let's go! Den Bot sagen wir, die meisten Leute wissen auch nicht, dass man dem Bot sagen kann, diese Position halten. Das heißt, der Bot bleibt dann da stehen.
Nimm das und geh auf. Ich geh auf A. One shot? Yeah, one shot. One jago. One from behind. Ah, den habe ich gehört, aber. Ah, yeah. Die machen uns fertig. One more Eco. Guard this area. Of course not. No, we can buy. Hold here. Mm-hmm. Guard this area. Cover this area. Let's go. Wir kaufen uns eine Arbe und gehen Mitte. Ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass ich das AWP-Duell mit dem gewinnen werde. Oder gegen ihn. Also jetzt mit. Ich spiele nicht mit, sondern gegen ihn. Deswegen traut er sich, glaube ich, schon gar nicht mehr zu kämpfen. Komm. Komm da raus. Ich muss abhalten, dass sie über Mitte kommen. Let's go slow B. Go slow B, okay? Go, go. Gegen zwei Leute. Und ich habe wirklich jeden Schuss verfehlt. Mit Short, Short, Short 2. Okay, Orb, Short. Da holen die das. Da holen die das. Ich hätte die beiden in der Mitte holen sollen. Das war mein Fehler. Ich hätte beide in der Mitte holen sollen. Habe ich leider nicht getan, aber das passt schon. Wir wollen wieder kaufen. Sehe ich wieder. Ah, der eine Spieler ist wieder da. Wait, guys. We can go B slow again. It was quite easy to take B. Don't die in the middle now, you don't have to peek. Nico is out. Go slow B, come guys. Rain Homer. Okay guys, go slow B now. We rush on contact. One is still A. Throwing a flashbang. I'm throwing smoke. A is clear. Can you come A? Watch out, one window. I am planting the bomb. Bomb has been planted. One connector. Nice.
gibt's doch nicht, ich treffe ihn einfach nicht. Ich treffe ihn einfach nicht. Es gibt's doch nicht. Ich muss den doch töten. Waren die bei einer sehr geile M4? Wieso treffe ich den denn nicht? Let's go mit. Ship goes. And then way. Yes. One rushing. Two men, one tag fit to connect up. I'm throwing a flashback. One on A, only one on A. Go meet you, eh? I smoke short. Flashback! Dead A. Smoke! Fuck. Grenade! Planting. I'm throwing a flashback! Bomb has been planted. Throwing a flashback! One window. One still window. Lost one window room. Terrorists win. Nice, good job. Ah, schön gemacht. Drei Leute gekillt, also auf der T-Seite muss ich sagen, spiele ich etwas besser, weil da ist die AWP deutlich stärker. Let's again go mit. Yes. In der Mitte kann ich gut mit der AWP snipern. Dadurch haben wir auch auf den ersten Platz gearbeitet. Obwohl die Plätze meiner Meinung nach, genauso wie die Kills und Devs, wenig aussagen. Es kommt alles aus, ja, sag ich mal, Teamverständnis an. Let's go A, don't go B. One CT spawn, okay. There's two right, there's two right. One CT spawn. One CT, two CT. I'm throwing a flashback! Smoke! Bomb has been planted. One CT spawn with the auto snipe. Grenade! Flashback! Throwing a flashback! Schön, Autosniper ist down. Autosniper ist auch nicht immer Sieg. Der wird safen. Shadow. Gut job. Hat doch nicht gesaved. Ich hätte an seiner Stelle lieber gesaved. Jetzt haben die noch zwei Jäger und. Again mit. Go, go, go! Also wir werden jetzt immer Mitte, das ist die Taktik. Ich habe ja im Stream schon ein, zweimal die Maps angezeigt. Ich kann wirklich die Map kaum. Ich habe die im Stream ein, zweimal angezeigt. Und They're rushing. Hey, clear, I think. Connect. One mid. Tag 89. Connector. I'm going connector.
There's one there. Good job. Nice, man. Nice, 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 nice. Schön gemacht von dem. Teammate hat gecarried. Die Flame jetzt wieder über Seams Legit. Hast nicht gesehen, Hex hier, Hex da. Haben den ersten Platz verloren. Jetzt wissen wir ja keine Kills gemacht, obwohl wir die Chance dazu hatten, wie zum Beispiel letzte Sekunde. Die zumindest eine sichtete Chance war dabei. Hätte ich machen sollen, hab daneben geschossen. Zweite war ich geflasht. Hätte sein können, dass ich den ja, in der Flash hätte killen können. Haben wir nicht geschafft. Den haben wir gemacht. Leider. Falsche Waffe in der Hand. Two-window, two-window. Two-window. Ich spiele nur noch ein auf B. Play now one on B. Oh, no, play. You can drop, you can drop, you can drop. Okay. Can I get me P90 or something? Thank you. Haben uns keine Autopistole geholt, sondern so eine. Flashback. Haben ein bisschen Zeit verloren. Ich weiß nicht, ob die eine Arbeit gekriegt haben. Grenade. Can you care connector? Flashback. I'm throwing smoke. Hm, ich hab ihn doch gefragt, ob der Connector gucken kann. Oh je, das kann. Oh Mann. Ich hab auch gesehen, dass er weggelaufen ist. Ja, ich hätte defensiv spielen sollen. Ich wollte nur die Smoke ausnutzen, solange die da war. One on B. Safe, safe, safe. Jetzt müssen die safen. Mit 9 und 6 HP können die nicht viel machen. Lassen sich trotzdem noch holen. Einer zumindestens. Oh, das war die Counter-Chance. Ich sag den jetzt zu, Ecos, then go mit shoot. Be easy. Exox. Statt Ecos sag ich Exos. Oh, jetzt kommt einer. Jumpt sich. Das ist extrem schlimm, wenn die um die Ecke jumpen. Unser Teammate hat nämlich nur 5 HP, da hast du sowieso schon so die Gewissensbisse. Try to pick. Try to pick. Don't rush. Try to pick. We must move. Die wollen rushen. Haben wir einen geholt. Den ABP-Schützen, den habe ich nicht mitberechnet. One more Echo. And don't rush. Pick them. Ich dachte, ich könnte den einen überrushen. Aber ich habe nicht gedacht, dass er da in diesem ja, Zwischengang wäre. Schön Kill gemacht. Sieht ja aus, PvP.
Hop down. His map. Connect it down. City, city. One city. Just go slow, you get time. Ich glaube, der hat ihn gesehen. Ich glaube, der hat ihn gesehen. Good job. GG. Starkes Spiel. Starkes Spiel. Fucking cunts. Kleine Beleidigung noch. War auf jeden Fall ein schönes Spiel. Wir haben leider kein Item bekommen. War auch seit langem mein erstes Spiel. Vor allem seit 3 Tagen, die sie durchsuchten. Also wir sind wirklich zur Zeit durchsuchten. Und freut euch demnächst mal wieder auf richtig geile DayZ-Videos. Jetzt erstmal. Ich werde gucken auch zwischendurch. Kommt noch die. Oh, guck mal, noch ein Replay. Oh. Replay hatten wir noch nie. Die Ranks sind ein bisschen unfair. Okay, lol. Die Ranks sind ein bisschen. Das ist das erste Mal, dass wir Replay machen, Leute. Deswegen, 2. Folge gibt's wahrscheinlich bald.